Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, mal wieder ein Tag, ein Basteltag in der Garage. Bin gerade dabei, hier die Stützen dran zu machen an dem Solaranhänger und die Deichsel. Hier die guten Schraubzwingen vom Action. Machen sich wirklich sehr gut, war ein guter Tipp von dir, Kai. Jo, und bauen wir das mal dran, wa? Könnt euch ja mal die Stützen angucken. Das Übliche kennt ihr ja schon von mir. Hat sich halt bewährt, deswegen nehme ich es wieder. Schaut mal hier, zusammengeschweißt wieder dieses Alu-Vierkant-Profil und dann hier verlängert. Damit mir das hier nicht auseinander geht, kommt denn hier, oder ist schon drin ein Niet. Hier ein Niet, damit es hier gehalten wird. Ja, unten das Gleiche. Und hier die Deichsel ähnlich. Die sorgt halt dafür, dass es hier auch nicht auseinander geht oder hier. Beziehungsweise nach da verlängert und dass das natürlich alles schön steif verbunden ist. Und ja, die übliche Deichsel, die ihr auch von mir kennt. Ich will mal hoffen, dass das Teil hält. Bei Kai ist er ja gebrochen, beziehungsweise beim Sebastian. Beim Fahrradwohnwagentreffen. Also die kann auch brechen. Die Abstützung muss man halt geschickt machen hier. Also wenn man das zum Wohnwagen hin abstützt, so wie ich es da gemacht habe. Schaut mal. Da habe ich da hier vorne letztendlich die Kräfte nach hier oben abgeleitet und dass dieser Bereich wird entlastet. Und je weiter man das hier nach hinten macht, desto größer ist halt der Hebel und desto größer besteht die Chance, dass es denn hier abreißt. Ja, hier ist im Prinzip hier ein ganz kurzer Hebel, deswegen hält es wahrscheinlich noch. Ja, man kann natürlich auch, was Kai ja gemacht hat, mehrere Punkte hier abstützen. Drei Stück hatte der gemacht bei der Deichsel vom Sebastian und dann nach oben abgeleitet. Das wäre denn die super High-End-Lösung. Ja, müsst ihr mal, ich kann das Video mal verlinken, wo wir die Deichsel gebaut haben. Blende ich hier oben mal irgendwo ein. Und da könnt ihr mal draufklicken. Und das ist richtig, also da dürfte eigentlich nichts mehr brechen. Und der Hänger vom Sebastian war sehr schwer, 120 Kilo voll beladen. Ja, okay Leute. Ach und guckt mal, was hier angekommen ist. Die Firma Bluetti hat sich mal wieder gemeldet hier bei mir. Hat das mitgekriegt mit dem Solaranhänger und dass ich das als Balkonkraftwerk nutzen will. Ich stelle euch mal hier hin. Ja, da haben die mir glatt so eine Dinger hier zugeschickt. So eine Hausspeicher. Und zwar ist das die Bluetti AC 200 Max. Und der Erweiterungsspeicher, die B230. Okay, machen wir hier weiter. Fangen wir erstmal an mit Bauen hier. Mensch, da kann ich ja das hier gleich mal in die Bohrmaschine anschließen. Eine gute Idee. Ah, Mensch, ist das schwer. Naja, gut. Ah, wartet mal. Müllhammer. Und was ich euch noch als Tipp mitgeben kann, ist, wenn ihr euch hier so eine Deichsel baut, holt euch das Stahl aus dem Stahlbau, richtig. Stahl-Spezialmarkt oder wie es auch immer heißt. Ich kann ja meine Seite verlinken hier. Denn seitdem uns die Deichsel gebrochen ist, beziehungsweise dem Kai oder Sebastian, vertrauen wir diesem Baumarktstahl nicht mehr so richtig. Ja, und der Seite, die ich da gefunden habe, da kann man sich verschiedene Stärken auch bestellen von dem Vierkantstahlrohr. Da gibt es ja 2 mm, 3 mm Wandstärke und das müsste dann dicker halten. Das hier hat jetzt bloß 1,5 mm und dickere bekommt man hier auch nicht bei Hornbach. Hier vorne kommt dann noch der Anschluss ran für die Weberkupplung. Und ja, fehlt die Stütze noch hier unten, die kommt auch noch ran und dann war es das. Hier kommt jetzt die letzte Stütze dran. Dann sind wir mit dem Thema auch schon durch. Und ja, den muss ich jetzt mal ein neues Material bestellen. Ich mach mal aus hier, sonst blende ich euch. Da habt ihr hier ein schönes Gewinde und könnt schön hier schon mit euren Füßen rangehen hier. Mit euren Stützen. Für was ich jetzt noch keine
technische Lösung habe, ist dieser Ausklappmechanismus. So funktioniert es zwar schon, man kann es auch festmachen, aber es ist natürlich nicht belastbar. Ich dachte eigentlich, dass ich da ein Seil spanne, wisst ihr, von so nach so. Aber das funktioniert nicht, sagt der Andreas Korm. Das geht dann nach unten so weg, wisst ihr. Also da bräuchte ich einen erhöhten Punkt, wo ich das Seil dran spanne, was dann nach unten geht. Ja, das ist natürlich doof. Wollte ich eigentlich hier nicht haben, so ein Ding nach oben. Da rätsel ich gerade, wie ich das denn hinbekommen kann. Ja, muss ich mal schauen. Ist zwar eine feine Sache so, dass man es schön kurz machen kann, aber... Ich könnte vielleicht doch was von unten machen, denn hier kommt noch eine Leiste rein. Also wartet mal, ich klappe mal auf. Hier kommt noch eine Leiste rein und hier kommt ja auch noch so ein Riffelblech drauf, dass ich denn da von unten eine Abstützung mache zu dieser Leiste. Diese Abstützung muss man natürlich dann immer mal ab- und anbauen, je nachdem, ob man es halt zusammengeklappt oder offen hat. Ja, da rätsel ich gerade noch. Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee. Die Powerstation ist echt cool. Ich habe jetzt mal die Klebepistole angeschlossen. Und man kann immer schön sehen, wie viel Watt das alles zieht hier. 75 Watt, seht ihr ja. Herrlich. Na wartet mal. Hallo ihr Lieben. Hier ist mal wieder euer Enduro-René. Weiter beim Basteln hier am Anhänger, am Solaranhänger. Und ich bin gerade bei den Stützen und ja, kann ich euch noch mal kurz zeigen, wie ich das hier mache. Guckt mal, ich habe mir so einen kleinen Fuß dran gebaut. Ist ganz einfach, aber ja, ich kann es euch ja mal zeigen, wie ich es gemacht habe. Hört sich mal gut an, so einfach, aber man muss erst mal wissen, wie es geht. Ja, aber es ist wirklich mega einfach. Und da seht ihr ja, hier in der Mitte ist ein Loch und da schneide ich einfach ein Gewinde rein. Und dann kommt hier ganz normal eine Schraube rein. Hier, ach Quatsch, wartet mal, fehlt da noch was. Da habe ich mir hier so aus diesen, hier einfach von so einer Siebdruckplatte hier so ein Stück Holz drauf als Fuß. Und ja, wunderbar, finde ich richtig toll die Lösung. Einfach, leicht, ja. Und für solche Sachen bin ich ja zu haben. Okay, schneiden wir mal das Gewinde hier rein. Problem. So, dann kommt das einfach hier rein. Einfach hier reingeschraubt. So, schon ist das fertig. Das sitzt richtig fest hier. Und wenn man möchte, kann man jetzt hier oben auch noch was drauf machen. Aber das mache ich erstmal nicht. Ja, beim blauen Wohnwagen habe ich da auch was drauf gemacht aus 3D-Druck. Hatte mir der Oliver was geschickt, kann ich ja mal herholen. Und dann sieht das richtig gut aus, meiner Meinung nach. Ja. Okay, Leute. Das war's zu den Stützen. Dann lasst uns die mal dran machen. Ganz schön windig heute. Ja, sieht doch super aus. Einmal frei. Oh, meine innere Decke ist schon weg. Ach nee, die liegt da. So, andere Seite noch. Übrigens habe ich hier, ich hatte das zuerst ja verstellbar, so dass man das zusammenklappen konnte, das habe ich weggenommen, weil das hat man nicht stabil hinbekommen. Ich habe das jetzt einfach hier zusammengeschraubt, habe hier innen ein Stahlprofil reingemacht und das, wie gesagt, hier verschraubt, dass das richtig stabil zusammen ist und dass ich das hier auch belasten kann. Denn ich will es ja als Lastenanhänger hernehmen und mit dieser anderen Konstruktion hat das nicht so gut funktioniert. Das ist jetzt deutlich besser, allerdings mit dem Nachteil, dass ich es halt nicht mehr zusammenklappen kann. Aber wie es euch vielleicht auffällt, ich habe die ganze Konstruktion ein Stück nach vorne geschoben, auch wegen der Gewichtsverteilung. Das hatte ich nicht so ganz so gut berechnet. Ja, das sind halt alles Prototypen, da macht man Fehler, das ist ganz normal. Habe es weiter nach vorne geschoben, die Gewichtsverteilung ist jetzt besser. Schaut euch das mal an, ich jetzt hier was drauf packe. Ja, ich hätte theoretisch die Räder noch weiter nach hinten machen müssen. Aber ja, so ist es jetzt halt. Hab das, wie gesagt, von hier hinten weiter nach vorne geschoben. Jetzt ragt das ein bisschen weiter nach hier raus.
hatte auch die Deichsel noch mal ein Müh verlängert hier, um so 7 cm, damit das Fahrrad hier hinten nicht anstößt. Haut auch alles hin. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich es noch ein Stück wieder zurückschiebe. Muss ich mal gucken. Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Entwurf, René, und beim Basteln. Ja, und ich habe beschlossen, die Deichsel hier zu verstärken. Habe hier leider auch wieder dieses Profil aus dem Baumarkt genommen mit leider nur 1,5 mm Wandstärke. Und ich werde jetzt hier noch parallel eine Strebe reinziehen, auch aus diesem 30x30 mm Stahl-Vierkantprofil. Und ich denke, das müsste dann halten, das müsste wirklich super stabil sein. Das wird jetzt hier so eine LKW-Deichsel à la Kailu, die wir da schon gebaut haben. Und ja, wollt, könnt ihr ein bisschen zugucken hier, wie ich hier werkele. Müssen wir erstmal alles abflexen, ja, die Farbe runter machen und wartet mal. Hier ist das Teil, was ich reinmachen will. Das ist eine Deichsel. Ja, die ist leider nicht geworden. Die nehmen wir her. Die kommt einfach hier so rein. Zack. So habe ich mir das vorgestellt. Ah, seht ihr, verlängern müssen wir ja auch noch. Mensch, jetzt hätte ich fast vergessen. Also erstmal wird die verlängert hier. Die flexe ich hier durch, verlängere die um 9 cm und dann kommt das Teil hier rein, so parallel. Zack. So wird die reingeschweißt. Ui, jetzt fällt das Mikro ab. Das ist gut. Gar nicht wieder rumgebogen, Wahnsinn, wie er schon hält. Bisschen nach hier gekommen. Oh, bist du gar nicht wieder rum? Geht's denn dann so? Wahrscheinlich hätte ich zuerst hier dran schweißen sollen. So, jetzt ist schon gekommen. Jo. Fast gerade. Also guck mal, das Laken brennt hier fast. Jetzt habe ich hier drinnen noch ein 20x20 reingeschoben als Verstärkung. Hier schon fest geschraubt. Jetzt kommt dieses Teil hier wieder ran. Ja, dann ist die Deichsel 9 cm länger. Erstmal Handschuhe anziehen, ist doch besser. Mal gucken, ob es schon hält. Machen wir die Schraubzwinge ab. Ja, jetzt kann man den Rest machen hier oben. So soll das Teil denn hier rein. Jetzt muss ich es hier noch abflexen. Ja, dann wird es hier festgeschraubt und angeschweißt und hier hinten auch festgeschraubt. Das müsste dann eigentlich super stabil sein. Sieht gut aus. So, jetzt noch die zweite. Das ist das Stück, was ich hier verlängert hatte. Oh, da müssen wir noch ein bisschen Lack abmachen. Ist echt Wahnsinn, ich sitze schon den ganzen Tag in der Deichsel. Aber ja, den Tag beim Kai, als wir die Deichsel vom Sebastian repariert haben, das hat auch einen ganzen Tag gedauert. Ich glaube sogar anderthalb Tage. Ja, da steckt so viel Arbeit drin. Wahnsinn. Jo, weiter geht's. Oh, danke, danke. Machen Sie dann Rennweg hier, oder nicht? Nee, nee. Achso, wenn wir rein können. Ich versuche bloß vom Auto wegzukommen. Fahr nur noch Fahrrad. Hab mir das ja alles mit Solar ausgerüstet. Brauche ich nicht mehr tanken.
Und der Hänger denn, ja? Das ist ein Wohnwagen fürs Fahrrad. Na denn, viel Erfolg! Ja, ebenfalls, ja. So, ihr Lieben, mache ich euch mal wieder an. Oh, ich habe ja ein bisschen gekämpft. Ich zeige euch mal kurz den Zwischenstand hier. So sieht es jetzt aus. Habt ihr jetzt schon mal drin. Habt ihr auch alles schon angeschweißt. Die Schraube drin. Hier vorne angeschweißt. Sogar schon Verstärkung drin. Jetzt sind noch ein paar Restarbeiten fertig. Hier noch Verstärkung rein. Hier eine Verstärkung rein. Und dann muss ich sie drehen und von jeder Seite anschweißen richtig. Er ist jetzt bis jetzt nur von unten. Kommt dann halt noch von der Seite und von oben. Aber so sieht es erstmal stabil aus. Und so werden halt die Kräfte abgeleitet ab da vorne auf beide Deichseln sozusagen. Das stärkst belastete Stück ist denn das hier. Ja, da habe ich auch hier verstärkt und das ist ja bloß ein kleines Stück hier. Den kann man das wird halten. Ich hoffe es mal, dass es hält. Okay Leute, machen wir noch den Rest fertig und dann hole ich euch wieder ran. Sieht gut aus. Hat erstmal eine kleine Mittagspause gemacht. Ja, schaut euch das mal an. So sieht es jetzt aus. Verstärkt auch von unten nochmal. Also, das müsst ihr jetzt halten. Ja, werden wir dann sehen auf den Touren. Das Ganze von unten aus. Für nachfolgende Generationen haben wir das Kunstwerk jetzt verewigt in Bild und Ton. So sieht das Ganze denn hinter dem Fahrrad aus. Hier jetzt der Lastenaufsatz drauf, wo ich dann halt Solarmodule drauf machen kann, wo ich halt auch mal ein Fahrrad transportieren kann oder einen Umzug machen oder halt auch eine Kabine drauf bauen kann für einen Wohnwagen, um daran zu nächtigen. Ja, schauen wir mal, was da alles noch so kommt. Auf jeden Fall habe ich schon gute Ideen, aber ich weiß nicht, ob ich alles umsetzen kann. Das werdet ihr dann demnächst sehen. Guckt es euch nochmal an. Ich finde es richtig gut. Das hier kann man dann hochklappen. Wahrscheinlich mache ich die Scharniere gleich noch dran. Ja, hier hinten halt der Überstand und hier drinnen kommt dann noch eine Triplexplatte rein und ja, halt eine Kiste sozusagen rein, dass ich da auch ein bisschen was verstauen kann. Okay, meine Lieben, das soll es denn für den heutigen Basteltag gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht euch einen schönen Tag. Ciao, euer Enduro René.